Nintendo präsentiert. The Legend of Zelda. Tears of the Kingdom. Das Miasma ist dichter geworden. Diese Treppen führen immer tiefer in die Gewölbe. Die Tunnel erstrecken sich weiter, als wir gedacht haben. Wir sollten uns in Acht nehmen. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Oh mein Gott! Es geht los! Das Spiel des Jahres! Das Let's Play des Jahres! Es geht los! Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und was ist das bitte für ein epischer Beginn? Richtig düster! Und es knüpft offensichtlich auch direkt an Breath of the Wild an. Vielleicht nicht einen Tag später, aber einige Zeit später, definitiv. Es sind dieselben Charaktere, wir haben alle Herzen. Wir haben das Master Sword. OMG. Ich muss mich kurz fangen. Nach anfänglichen Zweifeln, die ich ja wirklich lange hatte, bin ich aber seit dem letzten Trailer und den Gameplay-Previews ebenfalls intim hyped, wo ja definitiv auch sehr viele von euch drin sind. Hallo, herzlich willkommen bei diesem Let's Play. Es war damals, 2017 schon, legendär. Und tatsächlich ist Breath of the Wild Part 1 mein meistgeschautes Video mit knapp 6 Millionen Aufrufen und beinahe 100.000 Likes. Dankeschön an der Stelle. Vielleicht schaffen wir das ja nochmal. Und wenn ihr neu seid und dieses TOTK 100% Let's Play und weitere Nintendo-Spiele nicht verpassen wollt, denn wir zocken sie alle, dann abonniert gerne meinen Kanal, kostenlos natürlich. Herzlich willkommen, vielleicht knacken wir dann auch bald die 1,5 Millionen Marke. Das würde mich riesig freuen. Aber allein, dass dieses Spiel schon an meinem Geburtstag, dem 12. Mai 2023 erscheint, das ist ein Zeichengeist, das sage ich euch. Und jetzt finden wir raus, ob TOTK, nein, es wird eine, aber was für eine Legende, was für ein Masterpiece wird es sein. Auf geht's. Was ist los, Zelda? Hast du Angst? Ich hab Angst, auf jeden Fall. Dieses schwarze Miasma. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Das ist süß, Zelda, aber wie gesagt, ich habe Angst. By the way, Miasma, das gab es, glaube ich, vor allem zu Zeiten der Pest. Zumindest einer Sage nach. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich existiert. Aber man hat halt gesagt, okay, wegen dem Totengestank und dem Nebel, der da aus den Leichen rauskommen soll. Das ist giftig, das macht die Leute krank, da muss man aufpassen. Das wird hier auf jeden Fall aufgegriffen. Aber, Digga, es gab so lange Gerüchte über einen Untergrund. Ist das jetzt tatsächlich wahr? Ich meine, das Spiel startet ja schon damit. Link! Was ist? Das Masterschwert. By the way, schade, dass nicht alles synchronisiert ist. Was ist Gesprächslog? Ach so, da kann man alles nochmal nachschlagen. Okay. Dass das Masterschwert leuchtet, ist kein gutes Zeichen eigentlich. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen.
Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Bitte was? Verharmlos? Warum haben sie denn das Schloss nicht wieder aufgebaut? Oder waren sie zu sehr mit dem Rest von Hyrule beschäftigt? Das könnte ich ja noch nachvollziehen, aber trotzdem irgendwie weird. Was ist das denn? Sind das Eier? Sind das Lampen? Sieht auf jeden Fall sehr weird aus. Da war was zu untersuchen. Halt, Link! Sieh nur! Was liegt denn da? Meinst du die Säule? Ruinen! Überreste einer vergangenen Kultur! Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Oh wait, die heißen bei uns Sonau? Die Sonai? Ehrlich gesagt gefällt mir Sonai als Name besser. Glaube ich, nenne sie weiterhin so. Warum muss das eingedeutscht werden? Ah, Nintendo, why? Aber ja, man hat ja von ihnen schon ganz am Rande in Breath of the Wild mitbekommen und in den Trailern zu TOTK. Die sind, glaube ich, das früheste Volk, was es gibt, und die haben ziemlich viel krassen Shit implementiert. Und was genau werden wir wohl in diesem Spiel rausfinden? Echt kurioser Ort. Vor allem gruselig, Mann. Das ist jetzt schon gruseliger als gesamtes Majora's Mask. No joke. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. Moment, über den Wolken? Ich bin nicht der Einzige, der jetzt an Skyward Sword denkt, oder? Heißt das, all die Bewohner dort sind Sonau oder die Nachfahren davon? Oh, by the way, was ist das? Ist das ein Sonau? Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebt, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Vor allem, ich nenne sie Sonai und sag trotzdem die ganze Zeit Sonau. Voll Idiot. Also meine Vermutung ist, dass das ja dann der Skyward Sword Link und die Zelda von damals waren. Weil die sind ja dann später nach Hyrule gegangen, oder? Hä? Alles in Ordnung, Link? Jojo. Oha. Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Mhm. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Wie die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheinen Hylianer wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt,
Dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianer auf der Erde. Und daraus entstand ein neues Reich. Hyrule. What? Doch dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich! Dann muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell! Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Der Rest ist leider zerstört. Da kann man nichts mehr erkennen. Was ist das hier nur für ein Ort? Ich habe das Gefühl, wir werden die Antwort darauf bald finden. Komm, Link. Lass uns weiter reingehen. Oh, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Mich hat das gerade alles mehr als schockiert. Und was ist los mit dir, Link? Warum packst du nicht deine Bomben aus? Oh, Dulli. Ich gebe auch offen zu, ich wusste jetzt nicht, dass die Hylianer von heute sozusagen eine Vereinigung zwischen Sonai und den alten Hylianern ist. War das bislang bekannt oder ist das jetzt ein neuer Reveal? Ich sag euch ganz ehrlich, das wusste ich nicht. Die Details der Zelda-Story sind ja sehr, sehr, sehr komplex tatsächlich. Das war mir bislang nicht bewusst. Vielleicht ist das jetzt aber auch tatsächlich ein neuer Reveal. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil die Sonau sind ja generell eigentlich auch erst seit BOTW bekannt. Ja, heftig. Das ergibt aber tatsächlich Sinn. Wirft aber neue Fragen auf. Viele, viele neue Fragen. By the way, mich erinnern diese Sonau auch ziemlich an die Ägypter aus unserer Welt. Mit diesen Ruinen und den unterirdischen Tunneln, den Statuen und den Wandbildern. Oh mein Gott, wo geht es da denn runter? Oh mein Gott, nein! Ich habe eine böse Vorahnung. Ich meine, wir kennen alle die Trailer, Guys. Bitte nicht. Nicht er! Hä? Was ist das? Eine Pyramide? Und irgendeine Energie? Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz, ganz vorsichtig. Ja, Mann, gehen wir. Besser ist es. Was ist das? Das ist... Ea! Mumiendorf. Okay, und was ist das für eine Hand? Eine Träne? Oh oh. Ich wusste es doch, dass das passieren wird. Link! Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Eine nutzlose Klinge. Zelda. Und
Du Träger des Bannschwertes, Link. Rauros große Prophezeiung. Sei jämmerliche Firma. Woher? Kennst du unsere Namen? Oh mein Gott, das ist die deutsche Stimme von Ganondorf perfekt. Hilfe! Er schafft's nicht. Ich habe immer gesagt, er schafft's nicht. Er schafft's nicht. Wait. Hat sie sich wegteleportiert? Oh, ja, eine Hand wäscht die andere, wa? Die denken sich alle so, ah shit, here we go again. Neue Armprothese. Not bad. Ach, das ist brutal. Das Game traut sich was. Feier ich. Du bist also erwacht, Link. Wer war das denn? Zelda hat mir viel von dir berichtet. Ich hoffe nur Gutes. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben bist. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Ja, danke, I guess. Wo bist du, Bro? Wait, what? Was? Wo zur Hölle sind wir? Und ich dachte, im Masterschwert ist Fei. Warum ist da jetzt ein Typ drin? Zerfressenes Masterschwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Verdammt. Das Ding sieht total ramponiert aus. Aber hey, es sitzt noch. Wir können es noch hinten reinstecken. Es sieht einigermaßen cool aus, aber nicht zu vergleichen zu von vor 10 Minuten. Oh, was ist das? Was ist das? Sieht mystisch aus. Oh, ist das ein Spawnpunkt? Was ist jetzt schon wieder los?
Okay. Cool, aber kann mir jetzt mal jemand sagen, wo wir hier sind? Hey, da sind diese komischen Kreise, die man auch immer wieder auf Artwork gesehen hat. Und auf meinem Thumbnail. Ich glaube, die sollen so ein bisschen die Sonau-Energie widerspiegeln oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen erinnert die Passage jetzt an dem Raum des Erwachens in... oder der Raum des Lebens in BOTW. Nur viel cooler. Und viel mehr Details. Man merkt, jetzt ist es ein Switch-Spiel und kein Wii U-Port mehr. Okay, wenn wir aus großer Höhe ins Wasser springen, kein Schaden. Das ist wichtig. Merken wir uns das mal. Und was haben wir hier? Altes Beinkleid. Einfache und klassische Beinbekleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Ja, gut. Hauptsache, es erhöht die Verteidigung, ne? Link ist zwar immer noch durchtrainiert und sexy, vor allem jetzt mit den längeren Haaren, aber zumindest untenrum noch was dran zu haben, kann ja nicht schaden. Immer noch die Frage, wo sind wir hier? Es sieht cool aus, aber... okay, ich glaube, hier kriegen wir die Antwort. Vögelchen! Das gibt mir so ein bisschen Kirby und das vergessene Land-Wipes. Springt der einfach, spinnst du? The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom! Wow, was für eine Inszenierung! Der Start des Games ist ja mal insane, wie gut die Musik einfach zu der Szenerie eben gepasst hat. Unglaublich. Mega, mega stark. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich erst da hochklettern und mich umschauen? ich glaube, ich mach das mal. Nö, da war nichts Besonderes. Ich bin einmal drum rumgelaufen, hab da wirklich nichts gefunden, außer Pilze, die mir unbekannt sind. Aber das werden wahrscheinlich die ganz normalen Pilze sein, die man überall findet. Und da ich jetzt nicht wusste, ob das Footage im Video bleibt, Spoiler, nein, ich schneide es, weil da war ja nichts, habe ich mir gedacht, lassen wir's, sammeln wir den einfach gemeinsam ein. Und guck mal, da ist er schon. Himmelspilz heißt er. Ein gewöhnlicher Pilz, der in der Nähe von Bäumen auf Himmelsinseln wächst. Iss ihn, um deine Herzen aufzufüllen. Ja, wie schon von mir vermutet, der ganz normale Hyrule-Pilz sozusagen, um Herzen aufzufüllen. Und auch die Äpfel kennen wir bereits aus Breath of the Wild. Aber dieser Roboter, der ist neu. Da dachten wir ja alle lange Zeit, das wären die Sonai. Aber tatsächlich ist das ja nicht so. Hier, friss die Bullet Time. Warte, was? Das Master Sword ist kaputt. Also, das wissen wir ja schon länger, aber jetzt ist es so richtig unbrauchbar. Okay, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als mit den Stöcken zu kämpfen. Frag mich aber, was ist denn mit diesen Robotern? Warum greifen die mich an, wenn der Sonai ja offensichtlich nett ist? Hä? Hier ist alles so seltsam. Sonai Energiesphäre. Ja, aber jetzt sind das ja doch Sonai. Hä? What? Moment, ich bin verwirrt. Material, das unter anderen Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus. Oder vielleicht haben die Roboter gebaut?
Alpha-Krieger-Konstruktoren. Ein klingenähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden sollte. Okay. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht sind die Roboter ja an sich zur Verteidigung da. Aber dann frage ich mich halt trotzdem, warum die mich angreifen. Einfacher Stock. Oh, der aber stärker ist als der Ast. Die Route da. Okay. Ja, sieht schon sehr cool aus. Auch, dass man so in die Ferne blicken kann. Der Drache ist auch da. Heftig. Ich freue mich auf dieses Gebiet. Ist schon sehr mysteriös, oder? Ich weiß, stand jetzt überhaupt nicht, was mich hier erwarten wird. Aber in den Trailern sahen die Wolken immer echt vielversprechend aus. Mehr noch als Hyrule, aber gut, davon haben wir auch nicht wirklich viel gesehen. Nintendo hat sich ja extrem zurückgehalten. Was ist das denn jetzt hier? Bitte kein Superroboter. Nein! Oje. Warte, du bist lieb? Der ist lieb. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Als ob. Oha! Unser Sheikah Slate, der aber anders aussieht. Ah, deswegen. Dies ist das Pura-Pet. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Sieht jetzt noch ein bisschen mehr aus wie die Switch. Das Sheikah Slate sah eher aus wie das Wii U Gamepad. Okay, schöne Anpassung. Pura-Pad. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Stimmt, Zelda hat ja am Anfang auch über das Pura-Pad gesprochen. Die Bilderfunktion und so. Aber gut, mit dem Upgrade konnte das Sheikah Slate auch. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Ich habe dir alles mitgeteilt, was mir aufgetragen wurde. Okay, interessant. Wo bin ich? Dies ist der Garten der Zeit. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurden an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Der Tempel der Zeit? Bin ich der Einzige, der da an die Zitadelle der Zeit denken muss? Ist das die Urform der Zitadelle der Zeit? Und warum hatte Zelda die Möglichkeit, mir das Pura-Pad über diesen Roboter auszuhändigen, wenn sie doch eigentlich in die Tiefe gestürzt ist? Ich meine, okay, man hat ja gesehen, dass sie aufgrund dieser Träne, die sie gesammelt hat, nochmal wegteleportiert wurde oder so. Aber das ist schon alles sehr, sehr mysteriös. Als würde sie ja wissen, was hier vor sich geht. Und auch genau wissen, dass wir kommen. Warum hat sie denn nicht auf uns gewartet? Oh, du bist es. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Möchtest du damit gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Ach, das sind die Kämpfer? Die Militärkonstrukte wurden damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Unsere Erschaffer, die so nahe, befahlen ihnen, unerwünschten Eindringlingen den Chaos zu machen. Sie werden dich sicherlich als Eindringling betrachten, scheue daher im Kampf gegen sie keine Mittel. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte hör aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung nutzen, statt willkürlich um dich zu schlagen. Ja, ich weiß. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren.
Doch, bitte nicht wirklich angreifen, nur probieren, ja. Ah, die sind schon irgendwie süß. Aber was passiert, wenn ich ihn jetzt doch angreife? Ich bin schon ein Assi, oder? Okay, das ist alles sehr vielversprechend, muss ich sagen, Guys. Ich hab richtig Bock, weiterzuspielen. Oh. Und ich würde sagen, das hier ist ein perfekter Moment, um den ersten Part zu beenden. Wir sehen uns bald beim zweiten. Macht's gut.